Das mit den Fischen ist für uns ganz genauso bedrohlich wie für die Tiere. Wir dürfen keine Zeit verlieren, kleiner Donner. Wir müssen herausfinden, wieso die Fische verschwunden sind. Also, die Strömung geht dort lang. Wenn es in der Nähe unseres Dorfes keine Fische mehr gibt, heißt das, das Problem muss viel weiter oben liegen. Kleiner Donner, wenn es hier oben noch Fische gibt, bedeutet das... Sie sind nicht verschwunden. Irgendwas hindert sie daran, weiter zu schwimmen. Ja, aber was? Um das rauszufinden, müssen wir umkehren. Aber das wäre uns doch auf dem Weg aufgefallen. Das ist ja das Merkwürdige. Da war nichts. Huh? Großer Adler! Yakari, du tust wirklich sehr gut daran, dich um diesen Fluss zu kümmern, der für alle Lebewesen so wichtig ist. Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ja, aber heißt das, ich soll noch mehr unternehmen? Du musst dafür sorgen, dass das Problem nicht wieder auftaucht, wenn du es gelöst hast. Los, lass uns weiter reiten. Wir müssen herausfinden, was Großer Adler meinte. Hilfe! Hilf mir doch! Ich bin hier drüben! Hier drüben! Das Flughörnchen. Du bist es, Yakari. Oh, gut. Ja, was ist denn nur passiert? Kannst du mir bitte helfen, Yakari? Ich bin hier am Baumstamm festgeklebt. Wie konnte denn das passieren? Da ist etwas ganz Klebriges auf dem Boden. Ich konnte mich losreißen. Aber dann hatte ich es an den Pfoten und bin wieder festgeklebt. Erklär mal genauer. Es ist nicht weit. Überzeug dich selbst. Aber ich gehe da nicht wieder hin. Danke, Yakari. Macht's gut! Reiten wir hin! Du das auch? Derselbe Geruch wie das Flusswasser. Sieh mal da. Gar kein Zweifel. Es kommt von dort. Müder Krieger? Oh, guten Tag, Yakari. Was machst du denn da? Das hier sind die Kanus unseres Stammes. Das siehst du doch. Und ich repariere die Kanus mit diesem Harz hier. Aber das will einfach nicht halten. Das liegt daran, dass es regnet, müder Krieger. Bei Regen kann das nicht halten. Da trocknet das Harz nicht. Ach. Jetzt verstehe ich. Dein Harz läuft in den Fluss hinein. Sieh nur. Alles voll. Müder Krieger bemerkt überhaupt nicht, dass das Harz nicht trocknet. Und deshalb trägt er einfach immer noch mehr auf. Darum werden auch die Fische aufgehalten. Die Zweige haben sich verklebt und einen Staudamm gebildet. Tritt beiseite, Yakari. Ich mach das schon. So ist's gut, kleiner Donner. Jetzt kommen auch die Fische wieder durch. Was hat Großer Adler noch gesagt? Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ich weiß, wir müssen verhindern, dass das Harz weiter in den Fluss läuft. Ich habe eine Idee. Kleiner Donner, du musst mir helfen. Wir müssen die Kanus irgendwo unterstellen, damit sie richtig trocknen können. Dann wird auch kein Harz mehr in den Fluss laufen. Wenn das so weitergeht, wird das ziemlich lange dauern. Wenn wir müder Krieger um Hilfe bitten, dauert es noch viel länger. Wir bräuchten jemanden, der so richtig stark ist. Redet ihr da etwa von mir? Grizzlybär! Lass mich nur machen, Yakari. Oh,
Yakari, du bist ja immer noch da. Ja. Na gut. Yakari, durch den vielen Regen läuft das Harzbecken über. Wir müssen das Harz irgendwie umleiten, damit es nicht in den Fluss läuft. Ich hab's. Wir müssen einen Graben bauen. Na, das ist eine Aufgabe für uns. Danke, nett von euch. Wir sind vielleicht nicht so stark, aber graben können wir. Auf geht's, Kollegen. Na los. Buddeln, 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 buddeln. Armer Yakari. Geschafft. Schon bald wird es in diesem Fluss wieder vor Fischen wimmeln. Komm, kleiner Donner, wir reiten jetzt heim und überbringen dem Dorf die frohe Botschaft. Auf Wiedersehen, Yakari! Mach's gut, Yakari! Auf Wiedersehen! Oh, Yakari, hast du meine Kanus gesehen? Die müssen repariert werden. Die habe ich gleich dort drüben untergestellt. Ach so. Damit du beim Arbeiten nicht mehr so nass wirst. Ah, ja, ist gut. Lass dir ruhig etwas Zeit bei der Arbeit. Wenn du die Kanus richtig trocknen lässt, wirst du sehen, dass das Harz auch hält. Ah, ja, ist gut. Dann war es also gar nicht nötig, dass ich mich so beeilt habe. Wie wär's, wenn wir kleiner Dachs eine Runde Wettfischen vorschlagen? Was meinst du, kleiner Donner? Gute Idee. Besonders, wo unser Freund der Grizzlybär jetzt viel entspannter sein dürfte. Der Schatten des Riesen. Hey, Puma, geh weg! Wieso denn das? Warte, Puma! Warum hast du ihn verscheucht? Er hat mir nichts getan. Das war ein Puma-Regenbogen. Ich kenne die Pumas genauso gut wie du, Yakari. Und ich wäre in Gefahr gewesen, wenn er Hunger gehabt hätte, aber das war ja nicht der Fall. Er hätte dich irgendwann angegriffen. Ach, was weißt du denn schon? Tja, Ich kann wirklich sehr gut selbst auf mich aufpassen, Yakari. Dafür brauche ich dich nicht. Schnell, kleiner Donner, wir müssen sie einholen. Hey, kleiner Donner, hörst du nicht? Ich habe gerade keine Lust zu galoppieren. Was ist denn mit dir los? Wir müssen schnell hinter Regenbogen her. Ich muss hier unbedingt was erklären. Bist du auch sicher, dass Regenbogen das hören möchte? Jetzt fang du nicht auch noch so an, kleiner Donner. Hey! Bleib stehen! Hey! Ach, schon verstanden. Bitte entschuldige, kleiner Donner. Aber komm zurück! Warte, kleiner Donner! Eins ist klar. Das ist heute überhaupt nicht mein Tag. Großer Adler. Du wirkst so traurig, Yakari. Ich weiß nicht, was mit den anderen heute los ist. Kleiner Donner hat mich abgeworfen und Regenbogen war richtig wütend auf mich. Bist du sicher, dass es nur die anderen sind? Hast du unsere Abmachung vergessen, Yakari? Vor einiger Zeit schenkte ich dir meine schönste Feder als Belohnung dafür, wie respektvoll du mit allen Lebewesen auf dieser Erde umgehst. Ich weiß, aber Regenbogen war in Gefahr. Aber sie sagte dir das Gegenteil. Du solltest ihr vielleicht etwas mehr Vertrauen entgegenbringen. Und genauso ist es mit kleiner Donner. Du solltest ihm immer mit Respekt begegnen. Ja, großer Adler, das war ungerecht von mir. Regenbogen ist so wie du. Sie muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Hab nur Vertrauen in sie. Kleiner Donner? Hey, wo wollt ihr zwei denn hin? Ach, wir machen nur einen kleinen Ausritt. Großer Grauer, warum bleibst du stehen? Bist du müde? Was? Wo sind wir nur? Diese Gegend kenne ich nicht. Wir sind sicher weit von zu Hause weg. Das war nicht sehr schlau von mir. Und ihr kommt erstmal zu Kräften und dann reiten wir zurück. Thank you.
brauche deine Hilfe, Blitz. Kleiner Donner und Regenbogen sind immer noch nicht zurück. Ich mache mir Sorgen um sie. Zum Glück sind ihre Spuren leicht zu verfolgen. Hoffentlich sind sie mir nicht mehr böse. Es wird ganz schön kalt hier. Jetzt nicht fürchten. Yakari wird mich sonst auslachen. Wenn er da wäre. Ich wäre jetzt lieber nicht allein. Das bist du auch nicht. Und du warst es auch nie. Wer ist da? Ein Hase? Ich bin Nanabosu. Gestatten dein Totem. Mein Totem? Ich habe ein Totem? Natürlich hast du ein Totem. Mich. Und... ich bin da, um dich zu beschützen. Ein Totem, so wie Yakari. Er hat mir oft von Großer Adler erzählt. Oh. Ich habe den Schatten des Riesen geschickt, um dich zu schützen. Und ich werde stets da sein und dir den Weg weisen. Das muss ich Yakari erzählen. Das war Regenbogen. Regenbogen! Hufspuren. Ganz frisch. Und zwar von Großer Grauer und Kleiner Donner. Spuren von einem Kampf. Irgendwas hat sie hier angegriffen. Die Tatzenspuren sind sehr tief und auch noch riesengroß. Mit langen Krallen. Ein Vielfraß. Regenbogen! Kleiner Donner! Meine beiden besten Freunde sind wegen mir in Gefahr. Oh nein. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss sie finden. Kleiner Donner! Oh. Kleiner Donner, Großer Grauer. Geht es euch gut? Uns geht es gut, Yakari. Bitte verzeih mir, Kleiner Donner. Das war dumm von mir. Ich hätte dich nie... Ich muss mich bei dir entschuldigen, Yakari. Ich hätte besser auf dich hören sollen. Wie meinst du das? Regenbogen. Ich konnte gar nichts machen. Sie wurde angegriffen. Angegriffen? Aber von wem denn? Sag schon! Wir sind zu spät gekommen. Aber wir haben es gesehen. Ein seltsames Wesen hat sie entführt. Was für ein Wesen? Ein Puma? Oder ein Vielfraß? Nein, Yakari. Ich habe Krallenspuren gesehen. Es sah aus wie ein Grizzly. Und es stand aufrecht. Und es war groß. Riesengroß. Ich verstehe das alles nicht. Sieh doch mal, Kleiner Donner. Das sieht aber sehr nach Vielfraßspuren aus. Dann müssen wir diese Spur verfolgen. Unter euch dreien zu wählen, fällt mir schwer. Ich entscheide mich natürlich für dich, Kleiner Donner. Wenn du auch willst. Sieh mal! Warte hier auf mich. Ich sehe nach. Regenbogen? Regenbogen! Ich bin hier, Yakari! Regenbogen, ein Glück! Du bist es tatsächlich! Yakari! Da bist du Regenbogen. Ja! Regenbogen! Und? Bist du auch nicht verletzt? Oh nein, mir geht es gut. Ich wurde zwar angegriffen, aber... Warte doch, Yakari! Vorsichtig, geh nicht raus. Das ist viel zu gefährlich. Es war also doch ein Vielfraß. Ich habe es gewusst. Wie kommen wir nur hier raus? Yakari! Hey, Vielfraß! Yakari, könntest du mir mal zuhören? Verschwinde, Vielfraß! Ich lasse nicht zu, dass du Regenbogen etwas antust. Verschwinde! Oh. Hey! Oh. Oh. Großer Bogen! Großer Bogen, du glaubst nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. No? Ja.
kommt nicht wieder zurück. Dann habe ich mich also geirrt. Das habe ich versucht, dir zu erklären. Ich hatte keine Angst in der Höhle, weil ich wusste, dass großer Bogen auf mich aufpasst. Er hatte mich davor schon mal gerettet, bei dem ersten Angriff von dem Vielfraß. Und da war ich wirklich in Gefahr, nicht wie bei dem Puma heute Morgen. Aber großer Bogen hat mich gerettet, so wie dich eben. Und dann hat er mich so weit wie möglich weggebracht. Nur ist uns der Vielfraß leider gefolgt. Deshalb war kleiner Donner so besorgt. Er dachte, er hätte ein Ungeheuer gesehen. Auf Wiedersehen, großer Bogen. Komm uns doch mal irgendwann besuchen. Der Stamm würde sich freuen, dich wiederzusehen. Es war falsch, dass ich kein Vertrauen hatte, Regenbogen. Und ich hätte mich nicht so sehr aufregen sollen, Yakari. Du hast einiges durchgemacht heute. Aber du kommst allein zurecht. Ich habe zum Glück zweimal jemanden getroffen, der mir geholfen hat. Zweimal? Großer Bogen und... Ach, weißt du, Yakari, ich habe jetzt übrigens auch ein Totem. Ja, wirklich? Es ist ein Hase. Ein Hase? Er heißt Nanabozo. Er hat mir vom Schatten des Riesen erzählt. Und er hat großer Bogen zu mir geschickt, um mich zu beschützen. Der schlaflose Bär. Was hast du denn, kleiner Donner? Wir haben alle die ganze Nacht kein Auge zugetan. Dauernd so ein unheimlicher Krach. Was für ein Krach? Naja, so ein böses Knurren und Brummen und... Es fängt schon wieder an, jetzt schon am helllichten Tag. Keine Angst. Ja. Ich werde die ganze Nacht bei euch bleiben, Freunde. Danke, Yakari. Verschwinde! Hörst du hier beim Schlafen? Und komm ja nicht wieder! Was für ein Flegel! Was hast du denn, Schmächtiger? So haben wir dich ja noch nie gesehen. Weil ich hier die ganze Zeit nicht zum Schlafen komme. Wieso knabberst du nicht ein bisschen Majoran? Macht sehr schläfrig. Ach, lass mich in Ruhe mit deiner nutzlosen Hasenmedizin. Frechheit! Was schreist du denn hier so? Du Schreibär! Schreibär! Oh, hier geht mir alle auf die Nerven! Das war ein Bär. Ganz dicht an unserem Dorf. So ein Bär darf unseren Leuten auf keinen Fall noch näher kommen. Vielleicht war er ja nur zufällig in der Nähe. Er ist sicher schon weitergezogen. Er sollte in seiner Winterschlafhöhle ruhen. Sehr merkwürdig. Da... Lass das! Hau doch ab, wenn's dir hier nicht passt. Nein, ich war eher hier. Du haust ab. Das Kratzen tut so cool. Mein Kopf! Willst du mir nicht helfen, kleiner Dachs? Oh, eine Riesenforelle. Pass auf, jetzt kannst du bewundern, wie kleiner Dachs an die Arbeit geht. Der beste Fischer aller Sioux. Und der bescheidenste. Ja. Mein Aberkopf. Jetzt kriege ich dich. Och, niemals hat man hier seine Ruhe. Großartig! Ich hab ihn! Oh, und jetzt nehmen sie mir auch noch die Fische weg. Den kannst du schon haben. Ich werde bestimmt noch mehr fangen. Ich glaube, der Bär hat Hunger. Du solltest ihm den Fisch geben. Wer futtern will, muss selbst was fangen. Der wird uns futtern, wenn du so weitermachst. Los, schnell weg hier! Eigentlich sind Bären sonst nie so aggressiv. Vielleicht hat er ja Angst vor irgendetwas. Auf jeden Fall hatten wir Angst. Ich wollte ganz friedlich fischen und er ist wie wild auf uns losgerannt. Also, vielleicht ist er auf den Fisch los. Das hieße, er hat Hunger. Das stimmt, er war ganz dünn. Er war ganz dünn? Vielleicht war das... Wenn das der Bär war, der unsere Pferde verängstigt hat, dann ist er eine große Gefahr für uns. Der Rat wird klären, was wir tun.
Ich frage mich, ob der böse Bär vielleicht unser Freund der Schmächtige ist. Meinst du? Der war doch immer so freundlich. Denk mal an den Sommer damals. Der Rat des Stammes hat entschieden. Morgen früh verfolgen unsere Jäger vom Fluss aus die Fährte dieses Bären. Wir werden ihn aufstöbern und endgültig aus dem Weg schaffen. Vater, aber warum denn jetzt schon? Wartet noch. Vielleicht ist der Bär ja längst verschwunden. Wir können unmöglich so ein Risiko eingehen. Aber vielleicht hat er sich beruhigt. Das wäre viel besser für ihn und für uns. Was ist denn das wieder? Oh, endlich ein bisschen Ruhe. Ruhe! Oh, jetzt hört doch mal endlich auf mit diesem Krach! Das darf doch nicht wahr sein! Uns den Bären los! Ja! Wenn das wirklich der Schmächtige ist, müssen wir den Jägern zuvorkommen. Höher! In seiner Höhle ist er nicht. Ich hoffe nur, dass die Jäger ihn nicht vor uns finden. Nanu, was wollt ihr von dem Schmächtigen? Weißt du, wo er steckt? Weggelaufen ist er, so wütend wie immer. Aber das musste ja irgendwann so kommen. Ist sich mit seinem Geschreie und Gefluche wohl selbst auf die Nerven gegangen. Komisch, der Schmächtige, den ich kenne, war immer nett. Das war früher, aber seit der Winter gekommen ist, hat er nur noch schlechte Laune und ist doof. Aber er ist in ganz großer Gefahr. Bitte helft mir, ihn zu finden. Ja, einverstanden. Na gut. Wir suchen getrennt. Auf der Lichtung treffen wir uns wieder. Er ist nicht zu finden. Hey, Yakari! Folgt uns! Wir haben ihn gefunden! Hier geht's lang, Freunde! Schmächtiger, da bist du ja endlich! Was hast du denn? Ach, Yakari, du, ich hatte so einen Schreck gekriegt. Bei mir liegen die Nerven blank, entschuldige bitte. Unsere Jäger haben es auf dich abgesehen. Du musst dich verstecken. Die Jäger auch noch? Das hat mir gerade noch gefehlt. Aus dem Weg, Yakari. Dieser Bär gehört mir. Nein, nimm den Bogen runter, stolze Wolke. Das hier ist der falsche Bär. Er ist wirklich ganz harmlos. Wir sind seiner Fährte gefolgt. Dieses wilde Monster ist der Richtige. Jetzt mach Platz! Ja. Wo sind sie alle hin? Ich danke euch, ihr habt mir das Leben gerettet. Warum hast du denn plötzlich so schlechte Laune? Darum waren die Jäger hinter dir her. Naja, ich kann in meiner Höhle keinen Winterschlaf mehr halten. Es geht nicht, immerzu dieser Lärm. Ich finde da keine Ruhe mehr und das macht mich verrückt. Und es kommt noch dazu, dass ab und zu so ein Ohren... Das kommt von da oben. Was macht er da? Wo will er denn hin? Sei vorsichtig, Yakari. Es muss von da vorn kommen. Zu bedeuten. Nun beeil dich schon und fäll den Baum. Hallo, ihr Biber. Hallo, Yakari. Ihr macht also die ganze Zeit diesen Lärm. Hast du gesehen? Unser Bau ist leckgeschlagen. Bald ist alles voller Wasser.
Die ganze Nacht haben wir geschuftet. Wir müssen den Bau schnellstens wieder abdichten. Und trotzdem klappt es vielleicht nicht rechtzeitig. Wir sind einfach nicht genug. Ich werde euch ein bisschen Verstärkung holen. Ich habe die Lösung gefunden. Lauft außen herum und kommt hier hoch. Ihr seid also die Krachmacher gewesen. Ach, ich dachte schon, ich dreh durch. Ich bin untröstlich, aber wir mussten den Bau reparieren. Deine Höhle wäre auch völlig überschwemmt worden, bis oben hin. Wenn wir uns zusammentun, schaffen wir es sicher ganz schnell. Dann kann der Schmächtige endlich seinen Winterschlaf halten. So, jetzt wird das Wasser nicht mehr in deine Höhle kommen. Das nenne ich mal eine wirklich gelungene Zusammenarbeit. Ich danke dir, Schmächtiger. Ich glaube, jetzt sind wir mal an der Reihe, dir einen Gefallen zu tun. Oh, kein Glub-Glub mehr. Und kein Tropf-Tropf. Endlich werde ich hier drin wieder in Ruhe schlafen können. Ich habe so ungeheuer gute Laune. Und das macht uns gute Laune. So, und jetzt schlaf recht schön. Hinter dieser Wand ist er bestimmt sicher vor unseren Jägern. Und vor der Kälte ist er auch geschützt. Hast du es da auch schön? Hörst du mich, Mächtiger? Oder... Ja, Kari hatte recht. Der Bär ist verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte meinen, der Bär wäre eine Geistererscheinung. Er hat bestimmt Angst bekommen und ist aus der Gegend verschwunden. Oh, tja, dann können wir endlich alle in Ruhe schlafen. Das können wir auch, kleiner Donner. Das haben wir uns verdient. Yakari bei den Bibern. Du hast deinen Namen wirklich verdient, kleiner Donner. Du galoppierst ja fast so schnell wie der Blitz. Das macht ganz schön durstig. Lass uns was trinken. Gehen wir doch zum Fluss. Perfekt. Das wird mich über alle Flüsse der großen Ebene tragen. Hey, Regenbogen. Glaubst du, das Holzding da wird dich wirklich tragen? Du siehst doch, wie es schwimmt. Und ich wette, ich bin als Erste an der Schmetterlingsgabel. Gut, die Wette gilt. Machen. Siehst du, wie mein Floß schwimmt, hä? Die Arme eines Siouxs sind stärker als der Wind. Oh nein! Oh! Halt! Du musst sofort anhalten! Ah! Anhalten! Oh! Und anhalten! Zufrieden ihrer Bauten, alles kaputt zu machen. Seht nur, was ihr mit unserem Damm gemacht habt. Die ganze Arbeit war umsonst. Wir helfen beim Wiederaufbau. Kuckuck, kleiner Donner. Bin ich wieder? Hör auf, stopp! Heißt du jetzt etwa großer Motzer? Nein, immer noch kleiner Donner. Ja, wir Biber sind uns immer einig. Ja, wir Biber sammeln Holz und Reisig. Also ich bin nicht immer mit dir einig, Yakari. Was diese Arbeit angeht zum Beispiel. Hey, aber du bist doch bis weit über die Grenzen der großen Ebenen für deine Großzügigkeit bekannt. Hervorragend.
hervorragende Arbeit. Schau nur genau hin, Yakari, dann kannst du etwas lernen. Damit der Damm auch gut hält, verstärken wir ihn mit Schlamm und Blättern. Raffiniert. Und solide. Erst wenn der Damm fertiggestellt ist, bauen wir unsere Unterkünfte, geschützt vor der Strömung. Schau nur, eine Skulptur. Die werde ich über meiner Tür aufhängen. Hübsch, was? Ja, hey, wie wär's mit einem Ausritt? Gut, du kriegst deinen Ausritt. Auf geht's! Ab durch die Mitte! Oh, na sowas, ein fliegender Biber! Oh, na sowas, ein seltsames Floß. Ganz schön viel Arbeit. Diese Schufterei macht einem wirklich mächtig Appetit. Zu Tisch. Klasse. Ich wusste gar nicht, dass Biber auch Gedanken lesen können. Ich auch nicht. Bravo. Das nenne ich gehobene Küche. Also, das sieht ja wirklich sehr appetitlich aus. Was ist das denn genau? Blätterknospen und Birkenrinde. Unser Leibgericht. Echt lecker. Es piekst zwar ein bisschen, aber schmeckt echt toll. Ich wusste doch, dass es euch schmecken würde. Das ist ein Salat aus Frühlingsborken. Hey, kleiner Donner. Komme. Du bist doch Vegetarier. Rührend, diese Gastfreundschaft. Ja, es schmeckt toll. Hey, Lindenbaum, komm sofort zurück. Aber Mama, guck doch mal, das ist lustig. Hey, wo ist die Bremse? Hey, Lindenbaum, komm sofort zurück. Dieses ungezogene Kind. Ich fahr hinterher. Galopp, kleiner Donner. Ja, wir sind zwei große Seefahrer. Oh nein, die Stromschnellen! Die Stromschnellen! Mama! Hilfe! Lass das, Lindenbaum, runter von mir! Wir sind in einen Strudel geraten. Wir sitzen in dieser Höhle fest und du machst Witze. Wir müssen hier raus. Da kommen wir nie und nimmer hoch. Die Wände sind viel zu glatt. Wir sitzen in diesem Loch fest. Aber ich will hier jetzt sofort raus. Wir können doch hier nicht bleiben. Beruhige dich. Das wäre nicht passiert, wenn du nicht so leichtsinnig gewesen wärst. Wir müssen hier raus. Großer Adler! Du bist nicht allein, Yakari. Hier wird uns nie jemand finden, großer Adler. Vertraue einfach denen, die dich lieben. Du musst ihnen dabei helfen, dir zu helfen, Yakari. Na, denen vertrauen, die mich lieben. Was soll das nur heißen? Aber ja, die anderen suchen uns sicher schon. Wir müssen sie rufen. Das Rauschen des Wassers ist viel zu laut. Wir bräuchten... Ja, ich habe eine Idee. Das könnte funktionieren.
Ich weiß, aber wir müssen Lindenbaum und Yakari retten. Beeilt euch bitte! Das Wasser steigt immer schneller! Yakari! Komm her, wir schaffen das schon. Hier ist der Ausgang. Ich wusste doch, dass ich mich auf meine Freunde verlassen kann. Ja, bedank dich bei den Bibern. Sie haben die Leiter gebaut. Und bei kleiner Donner, denn er hat seine Angst vor dem Gewitter überwunden und die Leiter dorthin gezogen. Vielen Dank, kleiner Donner. Das war genial. Gehen wir nochmal auf die Wasserrutsche? Hinten, warum hast du nicht schon genug Kehrereien gemacht? Aber Mama! Mit viel Spaß geben wir richtig Gas. Mit viel Mut klappt die Arbeit gut. Mit Geschick. Hier, Jacke. Ein Dankeschön, weil du Lindenbaum gerettet hast. Ha? Danke, danke, das ist ja großartig. Ein richtiges Kunstwerk. Halt! Anhalten! Gewonnen! Ich bin der Schnellste! Was? Yakari und der Grizzly. Wie schön das hier ist, Yakari. Ich liebe diese bunten Herbstfarben. Du nicht auch? Psst. Hör doch mal. Was? Ich höre nichts. Ganz genau. Findest du die Stille nicht auch seltsam? Als wären alle Tiere aus dem Wald verschwunden. Oh, sieh mal da unten. Spuren. Eine ganze Hasenfamilie war da auf der Flucht. Da. Hallo, ist da jemand? Und da. Alle Nester sind leer. Was könnte das? Los, kommt mit. Wer? Das war nicht genug. Was? Das war der 15. Fisch, den ich dir gebracht habe. Es reicht mir. Ich hau ab. Das lässt du schön sein, du. Fang mich doch, Flohpelz, wenn du meinst, du schaffst das. Du kannst ja nicht mal schwimmen. Na, 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 na. Komm gefälligst sofort zurück, sonst werden deine Schwestern meine Rache spüren. Damit anfangen, hä? Ich will nur die großen Fische haben, kannst du nicht hören? Das ist gemein, du hast kein Recht, andere Lebewesen so zu behandeln. Was geht denn dich das an? Ich weiß, worauf ich recht großen Appetit habe. Aua, wer war das? Lass Yakari in Ruhe. Pass auf, Regenbogen!
Das wird dir noch leid tun. Wir müssen hier weg. Er kommt hinter uns her. Aber die Otter. Da seid ihr ja. Habt ihr dieses Monster eben gesehen? Du musst uns helfen, Yakari. Er hält sich wohl für den König des Waldes. Er terrorisiert uns und keiner wagt es, sich gegen ihn aufzulehnen. Nur du kannst etwas gegen ihn tun. Ich werde es versuchen. Ich muss jetzt schnell zurück zu den anderen, sonst sind die dran. Lass uns nicht im Stich, Yakari. So einem Riesen kann ich doch gar nichts anhaben. Was soll ein kleiner Siux gegen so ein Muskelberg ausrichten? Aber ich habe es versprochen. Großer Adler! Denk nach, Yakari. Es gibt immer einen Weg. Ja, was soll das heißen? List und Besonnenheit sind mächtiger als rohe Stärke. Und Geduld ist die wichtigste Waffe, Yakari. Aber es ist sehr dringend. Die Fischotter können nicht mehr warten. Übereile nur nichts, Yakari. Der Winter kommt und mit ihm die Lösung. Vertraue auf dich. Wieso der Winter? Ach ja, ich habe eine Idee. Das erzähle ich Ihnen morgen. Wie fett er geworden ist. Kein Wunder, dieser Faulpelz liegt seit einem Monat den ganzen Tag nur da und stopft sich voll, während die Otter rennen müssen. Oh, das ist ja ekelhaft. Es schneit. Es schneit. Es schneit. Na los. Komm schnell her, er steht auf. Komisch, ich habe gar keinen Hunger mehr. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ach, plötzlich bin ich so müde. Natürlich, weil du Winterschlaf halten willst, du Gierschlund. Keine Angst, Yakari. Das Eis hier ist dick genug. Du meinst das hält, kleiner Donner? Na klar, pass auf! Sei vorsichtig! Na siehst du, es ist ganz ungefährlich. Da? So, da bin ich, Yakari. Es kann losgehen. Der schnarcht aber. Genau wie unser Fettauge. Nur, dass der das ganze Jahr überschläft. Ist das auch ganz bestimmt nicht gefährlich? Nein, ganz und gar nicht. Er schläft tief und fest und wacht nicht vor dem Frühling auf. Seht ihr? Oi. Juhu! Und hepp! Nochmal! Toll, toll! Aber wie wird das, wenn der Grizzly wieder aufwacht? Halb so schlimm. Lasst uns seine Überraschung vorbereiten. Na los, schiebt! Du? Das macht ja Spaß. Wirklich toll, die Frisur, die steht dir. Kommt, es geht weiter. Das war's noch nicht. Und wer macht die Hauptarbeit davon? Weiter! Nur noch ein Stückchen! Wir haben es gleich hinter uns! So, du alter Schnarchpelz! Auf dieser Insel wirst du prima schlafen! Ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er aufwacht! Na denn? Schlaf gut, Schnäuzelchen. Ah.
ich gut geschlafen. Aber jetzt habe ich einen schlimmen Bärenhunger. Na kommt schon! Wo steckt ihr, Otter? Hört ihr nicht, ich habe Hunger! Wo bleiben die frechen Rumtreiber nur? Ich habe Hunger. Ich bin hungrig! Wo seid... Was ist denn hier los? Wieso sehe ich hier nichts als Wasser? Was da auch? Oh, nein! Überall ist Wasser! Oh, eine Insel! Ich bin eingeschlossen! Oh! Hörst du, Yakari? Der Otterschinder ist wohl gerade aufgewacht. Und irgendwas ärgert ihn. Lassen wir ihn ruhig noch ein bisschen schreien. Das wird ihm gut tun. Widerlich. Ich will weg hier. Auf dieser Insel ist nichts. Ich will zurück in meinen schönen Wald, wo es alles gibt. So leckere Sachen. Und so nette, liebe, flinke Otter, die mich bedienen. Ich kann doch nicht schwimmen. Wie soll ich da nur hinkommen? Oh, ist das schrecklich. Das ist furchtbar nass. Holt mich sofort hier weg oder ich zerfleische euch. Ach ja? Also wenn du in dem Ton mit uns redest, fahren wir gleich wieder. Oh, bitte nicht gleich wieder wegfahren. Ihr dürft mich nicht hier allein lassen. Das hört sich schon ganz anders an. Wir müssen dir da runterhelfen. Aber du musst uns erst etwas versprechen. Alles, was ihr wollt. Aber ich flehe euch an. Holt mich hier runter. Ich halte das nicht aus. Dann musst du mir dein Ehrenwort geben, die anderen Waldbewohner nie wieder zu tyrannisieren. Ich soll nie wieder jemanden tyrannisieren, aber ich bin ein Grizzly, das geht nicht. Nein, 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 bitte, ich hab's mir überlegt, ich verspreche es. Abgemacht. Aber du bist zu groß und zu schwer für unser Kanu. Deshalb muss dir unser Freund der Otter das Schwimmen beibringen. Es ist die einzige Möglichkeit, von der Insel runterzukommen. Na gut, du musst kraulen, immer die Tatzen nach vorn. So, Muskelprotz, erstmal auf dem Trockenen und dann ab ins Wasser. Oh, ich hab's endlich geschafft, fester Boden. Oh, danke, mein lieber kleiner Fischotter. Ich lade euch alle ganz herzlich zu einem großen Festschmaus morgen Abend in meiner Höhle ein. Und damit wir uns richtig verstehen, dieses Mal werde ich euch bedienen. Glaubst du, wir können diesem Grobian vertrauen, Yakari? Die anderen Tiere sind jedenfalls schon zurückgekommen. Du hast recht, da. Die Nester sind wieder bewohnt. Ein gutes Zeichen. Beeilen wir uns, ich hab nämlich schon Hunger. Sehr, den habe ich selbst gefangen. Na, wenn wir da auch noch was abkriegen wollen, sollten wir uns lieber beeilen, sonst gehen wir leer aus. Der Geist des Leitwolfs. Kleiner Donner, da sind sie. Genau die Bären, die wir gesucht haben. Hey! Hallo, ihr Rehe. Wartet doch! Kommt wieder her. Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Wir folgen Ihnen, kleiner Donner. Aber warum? Du weißt, dass ich nicht so gern mit Wölfen zu tun habe. Keine Angst, ich will ja nur mit ihnen reden. Halt! Bleib stehen! Gegen diese drei da haben wir keine Chance. Ich spreche mit ihnen, keine Sorge. Die beiden Rehe sind viel zu jung. Sie können sich überhaupt nicht wehren. Misch dich da nicht ein, kleiner Mensch. Angst, was? Schluss jetzt! Ihr Wölfe habt die armen Rehe vollkommen verschreckt. Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar keinen Hunger. Also lasst sie gefälligst in Ruhe. Hey, wir machen, was wir wollen, ja? Wo ist der Rest von euch? Ja, also... Wir sind das ganze Rudel.
Wo ist der Leitwolf? Wir drei brauchen keinen Leitwolf. Großer Weißer war unser Anführer und der ist verschwunden. Verschwunden? Ja, in den verschneiten Ebenen. Seit vielen Monden ist er schon weg. Seitdem ziehen wir herum. Das ist doch gar kein Leben für Wölfe. Wölfe brauchen ihr Rudel, um gemeinsam zu überleben und zu jagen. Wir nicht, kleiner Mensch. Ihr solltet lieber euren Anführer in den verschneiten Ebenen suchen, anstatt diese jungen Rehe zu quälen. Das ist da. Mag schon sein, wollen wir aber nicht. Na los, wir hauen ab. Wir werden uns erstmal ein bisschen erfrischen. Wo wollt ihr hin? Der Fluss liegt doch da. Dafür, dass ihr Wölfe seid, kennt ihr euch aber nicht gut aus. Vielleicht wollten wir ja gar nicht zum Fluss. Warum kümmerst du dich überhaupt um die drei Yakari? Die sind doch nur dumm und frech. Wenn sie in einem Rudel wären, würden die strengen Regeln für Ordnung sorgen. Ohne Leitwolf passiert dann sowas. Wer ist hier dumm? Unser Dorf ist hier ganz in der Nähe und wenn unsere Jäger euch entdecken, wir haben keine Angst vor deinen Jägern. Aber dein Freund hat wohl Angst vor uns. Er weicht immer weiter zurück. Das reicht. Regt euch ab. Lasst das sein. Ich wollte eigentlich schon lange, dass wir zu den verschneiten Ebenen gehen, aber sie... Sie wollen nicht auf dich hören. Ihr seid zu jung, um allein zu überleben. Du musst sie unbedingt überreden, nach eurem Anführer zu suchen. Könntest du, uns zu den Ebenen bringen? Bist du verrückt, ihn sowas zu fragen? Allerdings! So ein Quatsch! Der kleine Mensch hat recht. Ohne das Rudel werden wir nicht bis zum Winter kommen. Das ist keine gute... Nur bis zu den Schneeebenen, das reicht uns. Wenn wir dort sind, kommen wir allein zurecht. Sie brauchen wirklich unsere Hilfe, kleiner Donner. Und ich brauche dich. Hab keine Angst. Nur unter einer Bedingung. Ihr haltet immer schön Abstand. Ja, gut, das versprechen wir. Macht dir keine Sorgen. Es wird nichts passieren. Wir müssen ihnen helfen. Ohne uns sind die Wölfe verloren. Danke, junger Sioux. Übrigens, mein Name ist Feuriges Fell. Ich heiße Yakari und das ist kleiner Donner. Wir haben schon genug Zeit verloren. Lasst uns jetzt endlich los. Halt, wartet! Doch nicht da lang. Folgt mir. Das fängt ja gut an. Wir sind richtig. Ich erkenne die Gegend wieder. Lasst uns schnell die Witterung von Großer Weißer aufnehmen, bevor der Schnee alles zudeckt. Wir haben die verschneiten Ebenen fast erreicht. Jetzt dürfen wir uns hier nur nicht verirren. Wir sind da. In dieser Gegend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Tja, dann werden sich unsere Wege hier wohl trennen. Ich fürchte, wir können erst zurückreiten, wenn sich der schlimme Sturm gelegt hat. Großer Weißer muss ganz in der Nähe sein. Nein, lauf nicht weg. Suchen wir uns lieber einen Unterschlupf. Der Felsvorsprung da, da stellen wir uns unter. Wartet doch! Bei so einem Schneesturm werden wir ihn nie finden. Yakari hat recht. Wir müssen warten. Das Wetter ist zu schlecht. Und wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis wir hier wegkommen. Klar, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn wir den Wölfen helfen. Ruhen wir uns lieber aus. Es war ganz schön aufregend und der Weg war lang. Ich bin ganz schön hungrig, aber wir gehen besser sparsam mit den Vorräten um. Yakari, die Aufgabe, die du übernommen hast, ist eine edle und fordert viel Mut. Aber vielleicht ist der Schnee schon gar kein Hindernis, sondern eine Prüfung. Großer Adler, die Wölfe finden ihren Leitwolf nicht. Dabei ist er womöglich sehr viel näher, als du es glaubst, Yakari. Aber vor allem... Ja? Pass gut auf dich auf! Ich hab Hunger. Was hast du in dem Beutel? Leider nichts für euch. Da sind nur Beeren drin.
Sowas kriege ich nicht runter. Sonst nichts? Schluss damit, jetzt reißt euch endlich mal zusammen. Es war das Menschenkind, das uns hierher geführt hat. Also, führ uns auch wieder weg. Wir haben uns im Wald sehr wohl gefühlt. Ja, Kari ist doch auch nicht zum Spaß hier. Er hat uns einfach nur helfen wollen. Wenn der Mensch uns wirklich helfen will, dann kann er uns ja als Frühstück dienen. Das werde ich nicht zulassen. Ihr habt es geschafft. Eure Suche ist zu Ende. Großer Weißer. Weil ihr nun endlich euren Anführer gefunden habt. Lebt wohl. Lebt wohl? Großer Weißer! Er ist verschwunden. Und der Sturm auch. Lass uns gehen, bevor uns die Wölfe wieder zu nahe kommen. Wir sollen unseren Anführer schon gefunden haben? Wo denn? Es muss ein Trugbild gewesen sein. Ihr müsst trotzdem darauf hören, was die Erscheinung euch gesagt hat. Großer Adler meinte das Gleiche. Ihr braucht nicht länger nach eurem Anführer zu suchen, weil er schon längst da ist. Er steht direkt vor euch. Feuriges Fell. Du hast uns zu diesem Unterschlupf geführt. Ich glaube, du solltest der Anführer von uns dreien sein. Er hat recht. Du hast gezeigt, dass du das Zeug dazu hast. Ja, aber wenn Yakari nicht da gewesen wäre... Nur du kannst das schaffen, feuriges Fell. Denn du hast dich genauso verhalten, wie es ein Rudelführer tun soll. Hm. Na gut, dann begleiten wir als erstes Yakari und Kleiner Donner zurück nach Hause. Wir begleiten dich nicht weiter, Yakari. Ich danke dir. Hey, seht mal da vorn. Oh nein. Ach nun, lass doch, war ja nur ein Spaß. Leb wohl, Yakari. Siehst du, jetzt sind sie weg. Es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt freue ich mich aber wirklich auf zu Hause. Hey! Großer Weißer, du bist uns von Anfang an gefolgt, stimmt's? Ja, von Anfang an. Sei ganz unbesorgt, tapferer Menschenjunge. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich habe keine Angst vor dir. Um die jungen Wölfe durch den schweren Schneesturm zu führen, hast du große Gefahren auf dich genommen. Ich hatte sie allein gelassen, damit sie einen neuen Anführer wählen. Du hast ihnen bei diesem Schritt ins Erwachsensein geholfen. Deine Kraft und dein Mut sind außergewöhnlich groß für einen Menschen. Das ist eine kostbare Gabe. Eine Gabe, die Weisheit erfordert. Nutze sie stets gut. Und du? Bleibst du ganz allein? Es ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich, Yakari. Es ist Zeit, dass ich gehe. Pass gut auf dich auf. Und ebenso du, kleiner Donner, der die Wölfe so fürchtet. Und nun trennen sich hier unsere Wege. Na, siehst du, kleiner Donner, ich sagte dir doch, dass alles gut gehen wird. Ja, aber wir Ponys sind diesen Raubtieren gegenüber nun mal misstrauisch. Unser Instinkt will es so. Yakari und die Wapitis. Du da. Das ist meine Birkenrinde, die du da knapperst. Deine Rinde? Aber hier ist doch genug für alle da. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Aber das ist doch kein Grund zu streiten. Außerdem ist mein Geweih noch nicht ausgewachsen. Das hättest du dir früher überlegen sollen, du frecher Bengel. Ja, flüchte nur. Was für ein Feigling. Genau wie tapferes Herz damals. Wapiti, was für ein lautes Röhren. Sicher der Anführer. Ich hatte mal einen Wapiti-Freund, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr in der Gegend gesehen. Hier sind sehr häufig Wapitis. Wie sieht dein Freund denn aus? Eines seiner Beine ist weiß. Und er ist ein ganz ausgezeichneter Läufer.
Aber er ist nicht so schnell wie ich. Meinst du nicht, dass du da jetzt ein bisschen angibst, kleiner Donner? Steig auf meinen Rücken. Dann werde ich dir beweisen, dass ich der Schnellste bin. Ja! Yakari! Alles klar? Es geht schon. Das Gras ist ja ziemlich weich. Tut mir leid. Wer hat da eben so laut gerührt? Das war unser Anführer, Stolzes Geweih. Er hat mich aus der Herde vertrieben. Was hast du denn angestellt? Ich habe an seiner Birkenrinde geknabbert. Das ist alles? Und er beansprucht ganze Bäume für sich? Blöder Anführer. Was für ein Tyrann. Er hat noch ganz andere Sonderrechte. Diese Rinde gehört jetzt niemandem außer dir. Du sprichst unsere Sprache und du nimmst dir Zeit zum Zuhören. Sind alle in deinem Stamm so freundlich zu uns Tieren? Mhm. Sogar euer Häuptling? Ja, vor allem unser Häuptling. Also Stolzes Geweih hört uns nie zu. Er entscheidet immer allein. Er reserviert die besten Weiden für sich und wir müssen darum kämpfen. Und warum wehrt ihr euch nicht? Weil jeder, der sich ihm widersetzt, vertrieben wird. Wie kann er mit so wenig Weisheit euer Anführer sein? Er ist eben der Stärkste. Und er hat das schönste Geweih. Was? Das ist alles? Also das möchte ich sehen. Hey, wo willst du hin? Nur ein bisschen spazieren gehen. Keiner verlässt die Herde ohne meine Erlaubnis. Zurück zu den anderen. Du hast recht. Sein Geweih ist wirklich gewaltig. Offensichtlich ist ihm das zu Kopf gestiegen. Wäre Tapferes Herz noch hier, würde er dir das verbieten. Wie bitte? Ich verbiete dir, diesen Namen zu erwähnen. Eines Tages kehrt er zurück und vertreibt dich. Tapferes Herz ist tot, weil er die Wölfe nicht besiegen konnte. Das ist gelogen. Du hast ihn allein gegen die Wölfe kämpfen lassen. Du bist ein Feigling. Du hast recht, schneller Huf. Er ist kein guter Anführer. Aber wovon spricht er da? Wer ist Tapferes Herz? Das war sein Vorgänger. Ein mutiger, gerechter Wapiti, der im letzten Winter verschwand. Stolzes Geweih sagt immer wieder, er sei tot. Aber das glauben wir ihm nicht. Wir hoffen, er kehrt irgendwann wieder zurück. Hey, zartes Gras! Warte doch, zartes Gras! Hallo! Das ist Yakari. Er kann uns helfen. Mm-mm. Uns kann nur Tapferes Herz helfen. Wir müssen ihn finden. Er wird uns von diesem Fiesling befreien. Aber woher weißt du denn, dass er noch am Leben ist? Einige von uns durchstreifen abwechselnd heimlich den Wald, um nach Tapferes Herz zu suchen. Und er wurde auch schon gesehen. Er ist sehr groß und eines seiner Beine ist ganz weiß. Das ist der Freund, von dem ich erzählte. Wenn er euer wahrer Anführer ist, na, dann muss er seinen Platz auch wieder einnehmen. Ich werde euch helfen, ihn zu finden. Yakari kennt sich im Wald gut aus. Schneller Huf! Geh mir sofort aus den Augen! Und du, zartes Gras, sofort zurück zur Herde. Das ist ungerecht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen Tapferes Herz unbedingt wiederfinden. Nur er kann den anderen Wapitis helfen. Aber wie in diesem großen Wald? Lass mich nur machen. Wir werden unsere Freunde, die Tiere, befragen. Tapferes Herz? Nein, Yakari. Ich kenne keinen Wapiti, der so heißt. Ich kann euch leider nicht helfen. Tut mir leid, als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er noch ein Wapiti-Kai. Frag doch mal den Präriehund. Frag die Kojoten. Die schnüffeln doch immer überall herum. Die Kojoten? Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte von Tapferes Herz. In der Prärie gehen ja so einige Gerüchte um. Es soll am Fuße des Weißen Berges passiert sein, jenseits des großen Waldes. Aber das ist doch das Revier der Wölfe. Das ist genau, Yakari. Oh. Man erzählt sich, Tapferes Herz habe mutig gegen ein Rudel blutrünstiger Wölfe gekämpft. Gleich gegen ein ganzes Rudel? Hätte er das überleben können? Möglich wäre es, wenn er so mutig ist, wie alle immer behaupten. Da vorne beginnt das Revier der Wölfe. Wir werden ihn finden, Yakari. Er ist schnell genug, um dem Wolfsrudel entkommen zu sein. Ja, du hast ganz bestimmt recht. Er lebt. Da bin ich mir inzwischen sicher. Ah!
ein Wapiti. Tapferes Herz? Ja, das ist er. Das ist Tapferes Herz. Genau dich suchen wir, Tapferes Herz. Hey, kleiner Donner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist mir noch eine Revanche im Wettrennen schuldig. Das müssen wir leider auf später verschieben. Hör dir erst mal an, was Yakari dir zu sagen hat. Deine Herde, sie braucht dich dringend. Stolzes Geweih ist zu hart zu ihr. Stolzes Geweih war schon immer so. Er hat schneller Huf aus der Herde vertrieben und er versetzt die anderen in Angst und Schrecken. Meine Verletzung ist zwar gut verheilt, aber ich bin noch zu schwach, um gegen ihn zu kämpfen. Keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Können wir mit Körperkraft nicht siegen? Dann eben mit einer List. Zartes Gras, was habe ich dir über meine Birkenrinde gesagt? Das wirst du teuer bezahlen. Mit Aufsässigen wie dir mache ich kurzen Prozess. Du verdienst es nicht länger, Anführer dieser Herde zu sein, stolzes Geweih. Deine Herrschaft ist beendet. Tapferes Herz, ich wusste, du kehrst zurück. Ich erzähle euch, was passiert ist. Im letzten Winter stellte stolzes Geweih mir eine Falle. Er lockte mich an einen Abhang und stieß mich hinunter. Mein Geweih zerbrach und er glaubte, ich wäre tot. Er gab den Wölfen die Schuld, um meinen Platz als Anführer einnehmen zu können. Aber die Wölfe taten mir nichts, im Gegenteil. Sie haben mich gerettet. Dank ihrer Pflege verheilten meine Wunden und ich kam wieder zu Kräften. Lass uns kämpfen, stolzes Geweih! Jetzt kriegst du wohl Angst, was? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist stärker. Ist das dein Ernst? Du gibst auf? Betrüger! Pass auf, tapferes Herz! Jetzt! Ich stecke fest! Gut gemacht, Yakari. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt helft mir doch hier raus, bitte! Wer würde so einem fiesen Betrüger schon helfen? Wenn du versprichst, diesen Wald für immer zu verlassen, werde ich dich befreien. Ich verspreche es. Und jetzt holt mich hier raus. Hab Geduld. Ich glaube, du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken, oder? Und da du Birkenrinde ja so gern magst, kannst du dich ja freifressen. Danke, meine Freunde. Die Wapitis haben ihren wahren Anführer wieder. Und ich find's toll, dass ich einen weiteren Freund im Wald hab. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin dir noch eine Revanche schuldig. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Lauf, kleiner Donner, schnell wie der Wind! Du bist der Allerschnellste! Juhu! Der Schatten des Riesen. Puma-Regenbogen. Ich kenne die Pumas genauso gut wie du, Yakari. Und ich wäre in Gefahr gewesen, wenn er Hunger gehabt hätte, aber das war ja nicht der Fall. Er hätte dich irgendwann angegriffen. Ach, was weißt du denn schon? Tja, ich kann wirklich sehr gut selbst auf mich aufpassen, Yakari. Dafür brauche ich dich nicht. Schnell, kleiner Donner, wir müssen sie einholen. Hey, kleiner Donner, hörst du nicht?
Ich habe gerade keine Lust zu galoppieren. Was ist denn mit dir los? Wir müssen schnell hinter Regenbogen her. Ich muss hier unbedingt was erklären. Bist du auch sicher, dass Regenbogen das hören möchte? Jetzt fang du nicht auch noch so an, kleiner Donner. Hey! Bleib stehen! Hey! Oh. Schon verstanden. Bitte entschuldige, kleiner Donner. Aber komm zurück! Warte, kleiner Donner! Eins ist klar. Das ist heute überhaupt nicht mein Tag. Großer Adler. Du wirkst so traurig, Akari. Ich weiß nicht, was mit den anderen heute los ist. Kleiner Donner hat mich abgeworfen und Regenbogen war richtig wütend auf mich. Bist du sicher, dass es nur die anderen sind? Hast du unsere Abmachung vergessen, Akari? Vor einiger Zeit schenkte ich dir meine schönste Feder als Belohnung dafür, wie respektvoll du mit allen Lebewesen auf dieser Erde umgehst. Ich weiß, aber Regenbogen war in Gefahr. Aber sie sagte dir das Gegenteil. Du solltest ihr vielleicht etwas mehr Vertrauen entgegenbringen. Und genauso ist es mit kleiner Donner. Du solltest ihm immer mit Respekt begegnen. Ja, großer Adler, das war ungerecht von mir. Regenbogen ist so wie du. Sie muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Hab nur Vertrauen in sie. Donner? Hey, wo wollt ihr zwei denn hin? Ach, wir machen nur einen kleinen Ausritt. Großer Grauer, warum bleibst du stehen? Bist du müde? Was? Wo sind wir nur? Diese Gegend kenne ich nicht. Wir sind sicher weit von zu Hause weg. Das war nicht sehr schlau von mir. Und ihr kommt erstmal zu Kräften und dann reiten wir zurück. Deine Hilfe, Blitz. Kleiner Donner und Regenbogen sind immer noch nicht zurück. Ich mache mir Sorgen um sie. Zum Glück sind ihre Spuren leicht zu verfolgen. Sind sie mir nicht mehr böse. Es wird ganz schön kalt hier. Mich jetzt nicht fürchten. Yakari wird mich sonst auslachen. Wenn er da wäre. Ich wäre jetzt lieber nicht allein. Das bist du auch nicht. Und du warst es auch nie. Wer ist da? Ein Hase? Ich bin Nanabosu. Gestatten dein Totem. Mein Totem? Ich habe ein Totem? Natürlich hast du ein Totem. Mich. Und? Ich bin da, um dich zu beschützen. Ein Totem, so wie Yakari. Er hat mir oft von Großer Adler erzählt. Oh. Ich habe den Schatten des Riesen geschickt, um dich zu schützen. Und ich werde stets da sein und dir den Weg weisen. Das muss ich Yakari erzählen. Das war Regenbogen! Regenbogen! Hufspuren. Ganz frisch. Und zwar von großer Grauer und kleiner Donner. Spuren von einem Kampf. Irgendwas hat sie hier angegriffen. Die Tatzenspuren sind sehr tief und auch noch riesengroß. Mit langen Krallen. Ein Vielfraß. Regenbogen! Kleiner Donner! Meine beiden besten Freunde sind wegen mir in Gefahr. Oh nein. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss sie finden.
Kleiner Donner, großer Grauer. Geht es euch gut? Uns geht es gut, Yakari. Bitte verzeih mir, kleiner Donner. Das war dumm von mir. Ich hätte dich nicht. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Yakari. Ich hätte besser auf dich hören sollen. Wie meinst du das? Regenbogen. Ich konnte gar nichts machen. Sie wurde angegriffen. Angegriffen? Aber von wem denn? Sag schon. Wir sind zu spät gekommen. Aber wir haben es gesehen. Ein seltsames Wesen hat sie entführt. Was für ein Wesen? Ein Puma? Oder ein Vielfraß? Nein, Yakari. Ich habe Krallenspuren gesehen. Es sah aus wie ein Grizzly. Und es stand aufrecht. Und es war groß. Riesengroß. Ich verstehe das alles nicht. Sieh doch mal, kleiner Donner. Das sieht aber sehr nach Vielfraßspuren aus. Dann müssen wir diese Spur verfolgen. Unter euch dreien zu wählen, fällt mir schwer. Ich entscheide mich natürlich für dich, kleiner Donner. Wenn du auch willst. Sieh mal! Warte hier auf mich, ich sehe nach. Regenbogen? Regenbogen! Ich bin hier, Yakari! Regenbogen, ein Glück! Du bist es tatsächlich! Yakari, da bist du ja! Und, bist du auch nicht verletzt? Oh nein, mir geht es gut. Ich wurde zwar angegriffen, aber... Warte doch, Yakari! Vorsichtig, geh nicht raus. Das ist viel zu gefährlich. Es war also doch ein Vielfraß. Ich habe es gewusst. Wie kommen wir nur hier raus? Yakari! Hey, Vielfraß! Yakari, könntest du mir mal zuhören? Verschwinde, Vielfraß! Ich lasse nicht zu, dass du Regenbogen etwas antust. Verschwinde! Oh, hey! Oh. Oh. Großer Bogen! Großer Bogen, du glaubst nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Oh. Vorsichtig, großer Bogen! Gut gemacht, großer Bogen! Der kommt nicht wieder zurück. Habe ich mich also geirrt? Das habe ich versucht, dir zu erklären. Ich hatte keine Angst in der Höhle, weil ich wusste, dass großer Bogen auf mich aufpasst. Er hatte mich davor schon mal gerettet, bei dem ersten Angriff von dem Vielfraß. Und da war ich wirklich in Gefahr, nicht wie bei dem Puma heute Morgen. Aber großer Bogen hat mich gerettet, so wie dich eben. Und dann hat er mich so weit wie möglich weggebracht. Nur ist uns der Vielfraß leider gefolgt. Deshalb war kleiner Donner so besorgt. Er dachte, er hätte ein Ungeheuer gesehen. Auf Wiedersehen, großer Bogen. Komm uns doch mal irgendwann besuchen. Der Stamm würde sich freuen, dich wiederzusehen. Es war falsch, dass ich kein Vertrauen hatte, Regenbogen. Und ich hätte mich nicht so sehr aufregen sollen, Yakari. Du hast einiges durchgemacht heute. Aber du kommst allein zurecht. Ich habe zum Glück zweimal jemanden getroffen, der mir geholfen hat. Zweimal? Großer Bogen und... Ach, weißt du, Yakari, ich habe jetzt übrigens auch ein Totem. Ja, wirklich? Es ist ein Hase. Ein Hase? Er heißt Nanabozo. Er hat mir vom Schatten des Riesen erzählt. Und er hat großer Bogen zu mir geschickt, um mich zu beschützen. Der schlaflose Bär. Was hast du denn, kleiner Donner? Wir haben alle die ganze Nacht kein Auge zugetan. Dauernd so ein unheimlicher Krach. Was für ein Krach? Naja, so ein böses Knurren und Brummen und... Es fängt schon wieder an, jetzt schon am helllichten Tag. Keine Angst.
Ja. Ich werde die ganze Nacht bei euch bleiben, Freunde. Danke, Yakari. Verschwinde! Hörst du hier beim Schlafen? Und komm ja nicht wieder! Was für ein Flügel! Was hast du denn, Schmächtiger? So haben wir dich ja noch nie gesehen. Weil ich hier die ganze Zeit nicht zum Schlafen komme. Wieso knabberst du nicht ein bisschen Majoran? Mach sehr schläfrig. Oh, lass mich in Ruhe mit deiner nutzlosen Hasenmedizin. Frechheit! Was schreist du denn hier so? Du Schreibär! Schreibär! Hier geht mir alle auf die Nerven. Das war ein Bär. Ganz dicht an unserem Dorf. So ein Bär darf unseren Leuten auf keinen Fall noch näher kommen. Vielleicht war er ja nur zufällig in der Nähe. Er ist sicher schon weitergezogen. Er sollte in seiner Winterschlafhöhle ruhen. Sehr merkwürdig. Da. Lass das! Hau doch ab, wenn's dir hier nicht passt. Nein, ich war eher hier. Du haust ab. Das Kratzen tut so gut. Mein Kopf! Willst du mir nicht helfen, kleiner Dachs? Oh, eine Riesenforelle. Pass auf, jetzt kannst du bewundern, wie kleiner Dachs an die Arbeit geht. Der beste Fischer aller Sioks. Und der bescheidenste. Ja. Mein armer Kopf. Jetzt kriege ich dich. Oh, niemals hat man hier seine Ruhe. Großartig! Ich hab ihn! Oh, und jetzt nehmen sie mir auch noch die Fische weg. Den kannst du schon haben. Ich werde bestimmt noch mehr fangen. Ich glaube, der Bär hat Hunger. Du solltest ihm den Fisch geben. Wer futtern will, muss selbst was fangen. Der wird uns futtern, wenn du so weitermachst. Los, hey, weg hier! Eigentlich sind Bären sonst nie so aggressiv. Vielleicht hat er ja Angst vor irgendetwas. Auf jeden Fall hatten wir Angst. Ich wollte ganz friedlich fischen und er ist wie wild auf uns losgerannt. Also, vielleicht ist er auf den Fisch los. Das hieße, er hat Hunger. Das stimmt, er war ganz dünn. Er war ganz dünn? Vielleicht war das... Wenn das der Bär war, der unsere Pferde verängstigt hat, dann ist er eine große Gefahr für uns. Der Rat wird klären, was wir tun. Ich frage mich, ob der böse Bär vielleicht unser Freund der Schmächtige ist. Meinst du? Der war doch immer so freundlich. Denk mal an den Sommer damals. Der Rat des Stammes hat entschieden. Wirklich nicht normal. Sonst gibt es um diese Jahreszeit immer Fische. Ja, das ist wahr. Ich mache mir Sorgen. Das mit den Fischen ist für uns ganz genauso bedrohlich wie für die Tiere. Wir dürfen keine Zeit verlieren, kleiner Donner. Wir müssen herausfinden, wieso die Fische verschwunden sind. Dort lang. Wenn es in der Nähe unseres Dorfes keine Fische mehr gibt, heißt das, das Problem muss viel weiter oben liegen. Sieh nur, kleiner Donner. Wenn es hier oben noch Fische gibt... Bedeutet das? Sie sind nicht verschwunden. Irgendwas hindert sie daran, weiter zu schwimmen. Ja, aber was? Um das rauszufinden, müssen wir umkehren. Aber das wäre uns doch auf dem Weg aufgefallen. Das ist ja das Merkwürdige. Da war nichts. Großer Adler! Yakari, du tust wirklich sehr gut daran, dich um diesen Fluss zu kümmern, der für alle Lebewesen so wichtig ist. Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ja, aber heißt das, ich soll noch mehr unternehmen? Du musst dafür sorgen, dass das Problem nicht wieder auftaucht, wenn du es gelöst hast. Los, lass uns weiter reiten. Wir müssen herausfinden, was Großer Adler meinte. Hilfe! Hilf mir doch! Ich bin hier drüben! Hier drüben! Das Flughörnchen! Du bist es, Yakari! Oh, gut! Ja, was ist denn nur passiert? Kannst du mir bitte helfen, Yakari? Ich bin hier am Baumstamm festgeklebt.
Wie konnte denn das passieren? Da ist etwas ganz Klebriges auf dem Boden. Ich konnte mich losreißen. Aber dann hatte ich es an den Pfoten und bin wieder festgeklebt. Erklär mal genauer. Es ist nicht weit. Überzeug dich selbst. Aber ich gehe da nicht wieder hin. Danke, Yakari. Macht's gut. Reiten wir hin. Riechst du das auch? Derselbe Geruch wie das Flusswasser. Sieh mal da. Gar kein Zweifel. Es kommt von dort. Müder Krieger? Oh, guten Tag, Yakari. Was machst du denn da? Das hier sind die Kanus unseres Stammes. Das siehst du doch. Und ich repariere die Kanus mit diesem Harz hier. Aber das will einfach nicht halten. Das liegt daran, dass es regnet, müder Krieger. Bei Regen kann das nicht halten. Da trocknet das Harz nicht. Ach. Jetzt verstehe ich. Dein Harz läuft in den Fluss hinein. Sieh nur. Alles voll. Müder Krieger bemerkt überhaupt nicht, dass das Harz nicht trocknet. Und deshalb trägt er einfach immer noch mehr auf. Darum werden auch die Fische aufgehalten. Die Zweige haben sich verklebt und einen Staudamm gebildet. Tritt beiseite, Yakari. Ich mach das schon. So ist's gut, kleiner Donner. Jetzt kommen auch die Fische wieder durch. Was hat großer Adler noch gesagt? Befreie die Fische, aber denke auch über dieses Ziel hinaus. Ich weiß, wir müssen verhindern, dass das Harz weiter in den Fluss läuft. Ich habe eine Idee. Kleiner Donner, du musst mir helfen. Wir müssen die Kanus irgendwo unterstellen, damit sie richtig trocknen können. Dann wird auch kein Harz mehr in den Fluss laufen. Wenn das so weitergeht, wird das ziemlich lange dauern. Wenn wir müder Krieger um Hilfe bitten, dauert es noch viel länger. Wir bräuchten jemanden, der so richtig stark ist. Redet ihr da etwa von mir? Grizzlybär! Lass mich nur machen, Yakari. Oh, Yakari, du bist ja immer noch da. Ja. Na gut. Yakari, durch den vielen Regen läuft das Harzbecken über. Wir müssen das Harz irgendwie umleiten, damit es nicht in den Fluss läuft. Ich hab's. Wir müssen einen Graben bauen. Na, das ist eine Aufgabe für uns. Danke, nett von euch. Wir sind vielleicht nicht so stark, aber graben können wir. Auf geht's, Kollegen. Na los. Buddeln, 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 buddeln. Armer Yakari. Geschafft. Schon bald wird es in diesem Fluss wieder vor Fischen wimmeln. Komm, kleiner Donner, wir reiten jetzt heim und überbringen dem Dorf die frohe Botschaft. Auf Wiedersehen, Yakari! Mach's gut, Yakari! Auf Wiedersehen! Oh, Yakari, hast du meine Kanus gesehen? Die müssen repariert werden. Die habe ich gleich dort drüben untergestellt. Ach so. Damit du beim Arbeiten nicht mehr so nass wirst. Ah, ja, ist gut. Lass dir ruhig etwas Zeit bei der Arbeit. Wenn du die Kanus richtig trocknen lässt, wirst du sehen, dass das Harz auch hält. Ah, ja, ist gut. Dann war es also gar nicht nötig, dass ich mich so beeilt habe. Wie wär's, wenn wir kleiner Dachs eine Runde Wettfischen vorschlagen? Was meinst du, kleiner Donner? Gute Idee. Besonders, wo unser Freund, der Grizzlybär, jetzt viel entspannter sein dürfte. Juhu!
Yakari bei den Bibern. Du hast deinen Namen wirklich verdient, kleiner Donner. Du galoppierst ja fast so schnell wie der Blitz. Das macht ganz schön durstig. Lass uns was trinken. Gehen wir doch zum Fluss. Perfekt. Das wird mich über alle Flüsse der großen Ebene tragen. Hey, Regenbogen. Glaubst du, das Holzding da wird dich wirklich tragen? Du siehst doch, wie es schwimmt. Und ich wette, ich bin als Erster an der Schmetterlingsgabel. Gut, die Wette gilt. Auch mit. Hey. Will mitmachen. Siehst du, wie mein Floß schwimmt, hä? Die Arme eines Sioux sind stärker als der Wind. Bauten, alles kaputt zu machen. Seht nur, was ihr mit unserem Damm gemacht habt. Die ganze Arbeit war umsonst. Wir helfen beim Wiederaufbau. Kuckuck, kleiner Donner. Bin ich wieder? Hör auf, stopp! Heißt du jetzt etwa großer Mopser? Nein, immer noch kleiner Donner. Ja, wir Biber sind uns immer einig. Ja, wir Biber sammeln Holz und Reisig. Also ich bin nicht immer mit dir einig, Yakari. Was diese Arbeit angeht zum Beispiel. Hey, aber du bist doch bis weit über die Grenzen der großen Ebenen für deine Großzügigkeit bekannt. Hervorragende Arbeit. Schau nur genau hin, Yakari, dann kannst du etwas lernen. Damit der Damm auch gut hält, verstärken wir ihn mit Schlamm und Blättern. Raffiniert. Und solide. Erst wenn der Damm fertiggestellt ist, bauen wir unsere Unterkünfte, geschützt vor der Strömung. Schau nur, eine Skulptur. Die werde ich über meiner Tür aufhängen. Hübsch, was? Ja, hey, wie wär's mit einem Ausritt? Gut, du kriegst deinen Ausritt. Auf geht's! Ja! Ab durch die Mitte! Oh, na sowas, ein fliegender Biber! Oh, na sowas, ein seltsames Floß. Ganz schön viel Arbeit. Diese Schufterei macht einem wirklich mächtig Appetit. Zu Tisch. Klasse. Ich wusste gar nicht, dass Biber auch Gedanken lesen können. Ich auch nicht. Bravo. Das nenne ich gehobene Küche. Also, das sieht ja wirklich sehr appetitlich aus. Was ist das denn genau? Blätterknospen und Birkenrinde. Unser Leibgericht. Echt lecker. Es piekst zwar ein bisschen, aber schmeckt echt toll. Ich wusste doch, dass es euch schmecken würde. Das ist ein Salat aus Frühlingsborken. Hey, kleiner Donner. Komme. Du bist doch Vegetarier. Rührend, diese Gastfreundschaft. Ja, es schmeckt toll. Hey, Lindenbaum, komm sofort zurück. Aber Mama, guck doch mal, das ist lustig. Hey, wo ist die Bremse? Hey, Lindenbaum, komm sofort zurück. Dieses ungezogene Kind. Ich fahr hinterher. Ah.
Donner. Ja, wir sind zwei große Seefahrer. Oh nein, die Stromschnellen! Die Stromschnellen! Mama! Hilfe! Lass das, Lindenbaum, runter von mir! Wir sind in einen Strudel geraten. Wir sitzen in dieser Höhle fest und du machst Witze. Wir müssen hier raus. Da kommen wir nie und nimmer hoch. Die Wände sind viel zu glatt. Wir sitzen in diesem Loch fest. Aber ich will hier jetzt sofort raus. Wir können doch hier nicht bleiben. Morgen früh verfolgen unsere Jäger vom Fluss aus die Fährte dieses Bären. Wir werden ihn aufstöbern und endgültig aus dem Weg schaffen. Vater, aber warum denn jetzt schon? Wartet noch. Vielleicht ist der Bär ja längst verschwunden. Wir können unmöglich so ein Risiko eingehen. Aber vielleicht hat er sich beruhigt. Das wäre viel besser für ihn und für uns. Was ist denn das wieder? Oh, endlich ein bisschen Ruhe. Ruhe! Oh, jetzt hört doch mal endlich auf mit diesem Krach! Das darf doch nicht wahr sein! Wir schnappen uns den Bären, los! Ja! Wenn das wirklich der Schmächtige ist, müssen wir den Jägern zuvorkommen. Höher! In seiner Höhle ist er nicht. Ich hoffe nur, dass die Jäger ihn nicht vor uns finden. Nanu, was wollt ihr von dem Schmächtigen? Weißt du, wo er steckt? Weggelaufen ist er, so wütend wie immer. Aber das musste ja irgendwann so kommen. Ist sich mit seinem Geschreie und Gefluche wohl selbst auf die Nerven gegangen. Komisch, der Schmächtige, den ich kenne, war immer nett. Das war früher, aber seit der Winter gekommen ist, hat er nur noch schlechte Laune und ist doof. Aber er ist in ganz großer Gefahr. Bitte helft mir, ihn zu finden. Ja, einverstanden. Na gut. Wir suchen getrennt. Auf der Lichtung treffen wir uns wieder. Er ist nicht zu finden. Hey, Yakari! Folgt uns! Wir haben ihn gefunden! Hier geht's lang, Freunde! Schmächtiger, da bist du ja endlich! Was hast du denn? Ach, Yakari, du, ich hatte so einen Schreck gekriegt. Bei mir liegen die Nerven blank, entschuldige bitte. Unsere Jäger haben es auf dich abgesehen. Du musst dich verstecken. Die Jäger auch noch? Das hat mir gerade noch gefehlt. Aus dem Weg, Yakari. Dieser Bär gehört mir. Nein, nimm den Bogen runter, stolze Wolke. Das hier ist der falsche Bär. Er ist wirklich ganz harmlos. Wir sind seiner Fährte gefolgt. Dieses wilde Monster ist der Richtige. Jetzt mach Platz. Oh.
Wo sind sie alle hin? Ich danke euch, ihr habt mir das Leben gerettet. Warum hast du denn plötzlich so schlechte Laune? Darum waren die Jäger hinter dir her. Naja, ich kann in meiner Höhle keinen Winterschlaf mehr halten. Es geht nicht. Immerzu dieser Lärm. Ich finde da keine Ruhe mehr und das macht mich verrückt. Und es kommt noch dazu, dass ab und zu so ein Ohren... Das kommt von da oben. Was macht er da? Wo will er denn hin? Sei vorsichtig, Yakari. Es muss von da vorn kommen. Was hat das zu bedeuten? Schon und fällt den Baum. Hallo, ihr Biber. Hallo, Yakari. Ihr macht also die ganze Zeit diesen Lärm. Hast du gesehen? Unser Bau ist leckgeschlagen. Bald ist alles voller Wasser. Da, die ganze Nacht haben wir geschuftet. Wir müssen den Bau schnellstens wieder abdichten. Und trotzdem klappt es vielleicht nicht rechtzeitig. Wir sind einfach nicht genug. Ach, ich werde euch ein bisschen Verstärkung holen. Ich habe die Lösung gefunden. Lauft außen herum und kommt hier hoch. Ihr seid also die Krachmacher gewesen. Ach, ich dachte schon, ich dreh durch. Ich bin untröstlich, aber wir mussten den Bau reparieren. Deine Höhle wäre auch völlig überschwemmt worden, bis oben hin. Wenn wir uns zusammentun, schaffen wir es sicher ganz schnell. Dann kann der Schmächtige endlich seinen Winterschlaf halten. Hm. Jetzt wird das Wasser nicht mehr in deine Höhle kommen. Das nenne ich mal eine wirklich gelungene Zusammenarbeit. Ich danke dir, Schmächtiger. Ich glaube, jetzt sind wir mal an der Reihe, dir einen Gefallen zu tun. Oh, kein Gluck-Gluck mehr. Und kein Tropf-Tropf. Endlich werde ich hier drin wieder in Ruhe schlafen können. Ich habe so ungeheuer gute Laune. Und das macht uns gute Laune. So, und jetzt schlaf recht schön. Hinter dieser Wand ist er bestimmt sicher vor unseren Jägern. Und vor der Kälte ist er auch geschützt. Hast du es da auch schön? Hörst du mich, Schmächtiger? Oder... Ja, Kari hatte recht. Der Bär ist verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte meinen, der Bär wäre eine Geistererscheinung. Er hat bestimmt Angst bekommen und ist aus der Gegend verschwunden. Oh, tja, dann können wir endlich alle in Ruhe schlafen. Das können wir auch, kleiner Doktor.